Seiko 5 Sport Orient Ray Deep Blue 2. Hallo und moin moin zusammen, Konstantin aka Mr. V back am Wochenende, am Sonntag, heute mit dem Review der Orient Ray 2. Transparenz, hier möchte ich noch einmal erwähnen, das ist nicht meine Uhr, mein Arbeitskollege und Freund Sebastian hat sie mir geliehen. Keine Werbung, das sind meine persönlichen Eindrücke und seine Erfahrungen, die er gesammelt hat über die letzten 4 Wochen. Das wollte ich einmal noch klarstellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ich würde sagen, wir schaffen zuerst einmal die technischen Daten und Spezifikationen aus dem Weg. Ich halte hier in der Hand eine Orient Ray 2 Deep Blue mit dem wunderschönen sonnenschliffblauen Blatt. Wir haben natürlich eine Tages- und Datumsanzeige, die fällt in diesem Falle aus in Englisch und in Spanisch, warum auch immer. Der Durchmesser der Uhr beträgt 41 mm, die Höhe beträgt 13,5 mm. Über die Hörner gemessen haben wir eine Länge von 47 mm. Die Bandanstoßbreite beträgt 22 mm. Wasserdichtigkeit natürlich 200 Meter, verschraubte Krone und verschraubter Boden, der auch noch zusätzlich sehr nett graviert ist. Wir haben ein Hesalitglas verbaut. Ich denke mal, das geht so Richtung Hardlex von Seiko auf den Zeigern und natürlich auch auf den Indizes Luminova, die sehr schön leuchtet. Ich denke, auch hier handelt es sich dann um Lumibreit. Ich weiß leider nicht, wie Seiko das nennt, aber seid versichert, das Ganze ist ein Leuchtkeks. Dann reden wir mal erstmal darüber, was der Sebastian nicht mag an der Uhr. Und zwar ist das der Übergang vom Band. Das kann man hier ganz schön sehen. Das ist nicht ausgefüllt. Das macht aber auch Seiko. Das hatte ich bei meiner Sharp auch. Und ich sag mal, mich persönlich stört es nicht. Plus, man hat da noch ein bisschen mehr Grip für die Lünette. Und das wäre so mein Kritikpunkt. Ich finde die Uhr erstmal sehr gut verarbeitet, sehr kompakt. Wenn ich mir angucke, 169 Euro neu kann man sie bekommen. Da bekommt man verdammt viel Uhr fürs Geld. Allerdings würde ich mir wünschen, dass die Lünette ein bisschen höher wäre. Nochmal, die ist griffig, die ist schön gefräst, aber dadurch, dass sie so eingebettet ist, nicht übersteht und etwas flacher, ist die schwerer zu greifen. Ihr könnt das sehen, ich kann die immer noch gut greifen und rumdrehen, aber da gibt es noch bessere, würde ich sagen. Das ist aber auch der einzige Kritikpunkt. Ich weiß, manche meckern über das Logo. Ich finde das ordentlich gemacht. Also die Uhr wirkt da durchaus elegant. Klar kann man sich darüber streiten. Ich glaube, ich hätte das Logo weggelassen, einfach nur auf der Krone graviert gelassen und dann im Endeffekt einfach nur Orient drauf geschrieben. Das wäre aber auch alles und auch das ist natürlich Geschmackssache. Ich habe erstaunlich wenig zu meckern bei der Uhr. Ich mag das Band, ich mag das Design, ich mag die Größe, das Gewicht. Also bis auf den Bandanstoß, den man bemängeln kann und der eine oder andere, der das Logo nicht mag, habe ich erstmal nicht viel zu meckern. Okay, ihr Lieben, dann lasst uns mal darüber sprechen, was mir an der Uhr gefällt. Und das ist zuerst natürlich das Ziffernblatt, was allerdings auch sehr schön zusammenspielt mit der dunkelblauen Lünette. Und das ist was, was mir aufgefallen ist, was bei Keramiklünetten häufig nicht funktioniert. Da bleibt die Keramikfarbe in einem bestimmten Farbton, während das Sonnenschliffblatt wechselt. Bei der Hike ist mir das aufgefallen, auch bei der 1166 13 LB. Und das ist für mich, persönliche Meinung natürlich, ein Vorteil von Aluminiumlünetten. Das passt besser zusammen. Wenn ihr seht, wie das Ziffernblatt changiert von dunkelblau zu mittelblau, die Lünette auch ein bisschen, das wirkt in meinen Augen stimmiger. Auch die Proportion von dem Gehäuse zum Band, klar, 41 mm Durchmesser mit 22 mm Bandanstößen, da wären auch 20 gegangen, aber ich finde, das ist eine schöne Einheit, das passt gut zusammen. Das Band ist wirklich wertig gemacht. Okay, man hat dieses Pin-System da drin. Ihr kennt meine Einstellung dazu, ist nicht ganz so mein Fall. Die Schließe ist eine Blechschließe, gestanzt, trotzdem gut gemacht, mit Sicherheitsbügel, mit Drückern, das Ganze wird gut am Arm gehalten, fein
Einstellung möglich mit drei unterschiedlichen Positionen. Also eine wirklich solide gemachte Uhr, da kann man nicht meckern. Und ich finde, das ist ein sehr gelungenes Paket, vor allem für den Preis. Ja, was ist denn mein Fazit? Fassen wir das mal zusammen. Wir haben 41 mm. Das Werk hat einen Sekundenstopp, Handaufzug, Tagesdatumskomplikation, 200 Meter Wasserdichtigkeit mit verschraubter Krone. Wir brauchen da noch eine Seiko 5 Sports. Nein, da wäre noch die Krone auf die Uhr vielleicht ganz nett. Aber im Großen und Ganzen für 169 Euro, das ist ein verdammt gutes Paket, was man wirklich so als Alltagsuhr perfekt nutzen kann. Also ich bin wirklich happy damit. Ich würde, glaube ich, wenn ich zuschlagen würde, eine Pepsi-Variante nehmen. Ich weiß nicht, ob es die auch in Grün gibt. Ich muss mal gucken, was die für Variationen da haben. Ich glaube, in Schwarz gibt es auf jeden Fall eine. Also das ist wirklich eine interessante Uhr, die man auf dem Schirm haben sollte. Eine schöne Einsteigeruhr, eine schöne Reiseuhr, eine schöne Urlaubsuhr. Also die tickt wirklich viele Boxen und ihr kennt das, ich mag es sportlicher. Von daher bin ich echt beeindruckt und zufrieden mit dem Teil. Ihr Lieben, das war's auch schon wieder für heute mit dem Review der Orient Ray 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bin natürlich jetzt wieder gespannt auf eure Kommentare. Wie gefällt euch die Uhr? Habt ihr Erfahrung mit Orient? Habt ihr auch selbst eine in der Sammlung? Lasst uns das fleißig diskutieren im Kommentarfeld unten. Ich freue mich da wie immer über eure Meinung. Ich wünsche euch allen jetzt noch einen richtig schönen Sonntagnachmittag, einen guten Start in die neue Woche. Freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage goodbye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.